Jo, meine freshen Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hat mir gerade jemand geschrieben. Okay. Das wird bei mir immer oben eingeblendet. Ich nehme mit dem Handy auf und ja. Ich schneide gerade das Video, das ihr jetzt seht, das Vlog. Bisschen komisch, ja. Ich tue mal alles aufnehmen und dann, wenn ich am Ende des Vlogs bin, dann mache ich erst die Begrüßung und die Verabschiedung, weil dann weiß ich schon, was alles vorgekommen ist, weil sonst müsste ich einfach immer nur wild drauf losfilmen und kann euch nicht schon mal sagen, um was es geht oder so. Darum mache ich das jetzt einfach mal so halt. Und ja, es geht ein bisschen was Musikalisches ist dabei. Endlich mal wieder eine kleine Longboard-Tour ist dabei. Endlich mal wieder. Das werdet ihr dann aber auch noch sehen. Ja, und ansonsten ein paar Besuche. Aber ja. Dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Vlog, ne? Haut rein und wir sehen uns. Ich krieg's nicht aus. Hallo? Reagier. Was ist denn das für ein Touch? Ich verstehe dich. Das ist die? Der kriegt immer Anfall, wenn ich aufnehmen will. Ah, das zieht total. So, Freunde, wir sind jetzt gerade beim Game Zeros. Das ist der Spaß hier. Ich kenn ihn nicht, Alter. Der Dani hat ein neues Longboard gekriegt. Yay. Boah. Ach du, das weh, Alter. Das gezieht total, Mann. Das mein ich. Ja, nochmal, was tun dann? Ich voll fresh gehen, und damit fahren wir jetzt durch die Gegend. Wohl. Like. Tag Nummer 2, der Typ hier ist auch da und heute geht's ein bisschen ins Kino und zwar in Ant-Man. Ich wollte schon Ant-Man 2 sagen. mal gucken, wie der wird. Wir wissen nicht besonders viel über diesen Helden, aber trotzdem, es wird bestimmt lustig werden. Also die Ausschnitte, die wir geguckt haben, haben uns schon gefallen und aus dem Grund sind wir dann auch ein bisschen darauf gekommen, den mal anzugucken. Also wir gucken sowieso immer jeden Marvel-Film an, weil wir einfach Fans sind und ja, wir machen gerade ein bisschen was an Photoshop für nicht mehr Zockerclub, sondern Two Epic Guys, so heißen wir ja jetzt. Und da wird dann auch heute noch ein Trailer gedreht davon. Genau. Und muss man einfach mal gezeigt haben, das sieht echt fresh aus. Nur nicht. Ja, das schaut... Er arbeitet noch dran, aber ich finde, es sieht einfach nice aus. Und ja, dann mal gucken, was heute noch so an Filmen geht. Longboards sind wir ja gestern gefahren und das... war richtig nice, das mal wieder zu machen. Das machen wir jetzt wieder sau oft. Wenn wir jetzt fast jedes Mal, wenn wir uns jetzt treffen, Longboard fahren, weil das einfach so geil ist. Und mal gucken, wo ich noch überall bin. Leute, wir haben ein Problem. Und zwar, wir wollen gerade den Trailer drehen von Two Happy Guys. Aber es gibt das Problem, wir haben kaum Ideen. Und der frisst einfach nur Chips. So ein Big Mac, Alter. Scheiße, es rutscht mir aus der Hand. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von Sanierungsarbeiten vom 20.07.2015 dauert jetzt ein bisschen. Der wiederholt es nochmal. Kann die Linie 1 nicht am Schaden weiterhin anhalten.
So, Freunde, wir waren gerade im Kino und dazu sage ich dann noch Genereres. So, Freunde, wir waren gestern noch in dem Film Ant-Man und ich muss sagen, der Film ist wirklich sehr empfehlenswert. Wirklich, der ist richtig Hammer. Wirklich nur empfehlenswert. Geht mal rein. Und könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, wie der Film so war. Ich fand ihn gut, wie schon gesagt. Und der nächste Film, den ich angucken werde, ist Fantastic Four, denn ich bin ein ziemlich großer Marvel-Fan und da werde ich mit dem Dani wieder zusammen reingehen. Wir waren im Cine Magnum, so hieß es, im Cinecittà Nürnberg, weil da wohnen wir. Ich wohne in Fürth, der kleine Stadt nebenan. Und ja, der Dani wohnt in Nürnberg und wir haben uns da getroffen und Cine Magnum, da war ich nur, glaube ich, zweimal drin oder so, aber die haben das nochmal komplett umgebaut, richtig geil gemacht, ey, das war das beste, der beste Kinosaal, in dem ich jemals war. Und ja, mal gucken, was doch alles so filmtechnisch geht, ne? So, Freunde, ich habe mir gedacht, ein bisschen was Musikalisches geht auch noch, wenn ich schon die ganze Zeit darauf rumgeklimpert habe. Ich habe zwar gerade aufgehört, aber ich habe gedacht, ich kann ja das mal so ein bisschen mal zeigen hier. Wer von euch kennt denn die Melodie hier eigentlich? Wer kennt das? Schreibt es in die Kommentare. Oder? Was gibt's noch? Kennt jeder, genau, warte, das kennt eigentlich nicht so viele. Bisschen was Musikalisches muss auch mal gemacht werden, ne? Dann haben wir alles durch. Tschüss. Ciao. Ciao. Leute, das war's mit dem Vlog. Danke fürs Zuschauen. Das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Vlog vor der Gamescom sein. Und wir gehen jetzt noch in die Stadt, haut rein.